So, wir waren hier stehen geblieben. Wir haben den letzten Außenposten. Wir können auch nochmal den Alarm abschalten, auch wenn das gar nichts bringt. Und schicken eine Taube los. Ah, du schon wieder. Hat dir die Name nicht gefallen, die ich dir gemacht habe? Das war schade. Ich habe mir so Mühe gegeben. Tja, meine Liebe, die Nachricht wurde längst geschickt. Aber nicht die Nachricht, die du dir gewünscht hättest. Lorenz war so ein guter Gastgeber. Was für ein Jammer, dass ich fliehen musste. Natürlich nicht, ohne mir die Position von Lorenz Lager zu notieren. Das heißt, der Zug kennt sie auch. Zweimal hast du dem Zug gesagt, alles wäre in Ordnung. Aber von mir weiß er, wo er angreifen muss. Die Bestie krieg ich jetzt auch eine Narbe von dir? Aufgenommen, meine Liebe. Und sie wird dich und deine Rebellenfreunde vernichten. Erst durch den Feuersturm der Kanone. Dann mit den Truppen, die alle Überlebenden ausradieren werden. Die Legende von Lorenz von Arabien stirbt heute Nacht. Bisschen zu viel gequatscht. Sieht aber cool aus, ist auch cinematisch ganz gut gemacht hier mit dem Vollmond. Was ist das, der Sonnenaufgang? Wo soll denn der Sonnenaufgang kommen? Ach doch, der Sonnenaufgang kann trotzdem kommen, auch wenn der Mond am Himmel steht. Manchmal steht ja auch der Mond mitten am Tag am Himmel und man kann ihn gut sehen. Ja, wir haben es gerade noch geschafft. Tilkichi war ein Narr zu denken, wir würden nach seiner Flucht bleiben. Der Kanawar wird nicht aufhören, uns zu jagen. Gut, lass mich nachdenken. Der Zug ist lange unterwegs. Ja, die Bahn hat oft Verspätung. Wasser aufnehmen und dort schlagen wir zu. Also gut. Ich erledige die Wachen und deponiere dann Sprengsätze. Ach genau, das ist ja das große Problem von Zügen in der Wüste. Die brauchen ja ständig neues Wasser für die Kessel. Sobald ihr die Explosion hört, greift mit allem an, was ihr habt. Das ist gut. Aber es könnte durchaus sein, dass die Männer nicht kommen. Es wäre möglich, dass du auf dich gestellt bist, nachdem du die Sprengsätze gezündet hast. Tja, das weiß ich wohl erst, wenn es soweit ist, was? Die lassen sie aber auch alles machen, ne? Es gibt ja dieses Call of Duty-Meme, Ramirez. Oh, geil. Oh, es sieht... Sieht richtig... Nice. Endlich mal ein PC, der sowas auch gut darstellen kann. Auf meinem alten PC sah das alles noch ein bisschen schrottig aus. Da gab es nämlich gar keine Schatten, soweit ich das noch weiß. Der also, Mensch schmiedet Pläne und Gott lacht. Wie sich herausstellte, wimmelte es in dem kleinen Ort, in dem wir den Zug überfallen wollten. Da hat man es gut gesehen, also den Verschluss vom Hort. Wir mussten also zunächst diese Soldaten ausschalten, ehe wir unsere Sprengsätze deponieren konnten. Und das Hort ist eigentlich... Militärisch gesehen war es, glaube ich, nie bedeutend. Es ist nicht so... Es ist kein so ein Einhorn wie das... wie die oder der Hellriegel. Genau. Aber es gab wohl ein paar Stück davon, aber nicht so viele. Übrigens, apropos Hellriegel, mir ist gerade was richtig Witziges wieder eingefallen. Und zwar gebt euch unbedingt mal ein Video von einem Amerikaner, der über österreichische oder italienische Gewehre redet. Denn die sagen nicht mannlicher, sondern sie sagen immer manlicker. Sowas wie Menschenablecker. Das finde ich immer richtig witzig, wenn die das sagen. Manlicker. Oh, ich habe jetzt ja nichts. Doch, das Ding ist ja schallgedämpft. So, dann würde ich sagen, dann hole ich mir den hier. So ein bisschen sicherer muss ich. So, hole ich mal, dass ich den Kopf sehe. So, ich weiß nicht, ob die, ich bin mir... Okay. Nehme ich das Dynamit? Jetzt habe ich gar nichts, womit ich gegen Panzer kämpfen kann, wenn was schief geht. Deswegen nehme ich mir lieber die Ladung und bleib bei der Mine. Und es ist alles schön hell hier. Und, ah! Nochmal ein Scharfschützengewehr. Und Stielhandgranaten.
Okay, ich müsste voll sein. Und nochmal Fernzündedynamit. Okay, was mache ich? Gehe ich selber über zum Snipern? Dann könnte ich ja mal machen. Das ist ein Pferd. Das sind zwei Stück. Ich würde die gern so ein bisschen mit der Mine trollen, wenn ich schon dabei bin. Ich glaube, das mache ich auch mal. Ich muss mal... Ja, okay, erst 5 Minuten Aufnahmezeit. Ist nur alles im Rahmen. Das wird sowieso mega verhackstückt. Okay, noch mehr Krams. Tankreifel, merken. Wird später... Was steht hier? Das sind... Das ist ein Mauser, das ist relativ klar. Das ist irgendwas mit einem langen Magazin. Ich erkenne die von unten so schlecht. Was? Das sieht merkwürdig aus. Ist das so ein... Ja, ich glaube, das ist das Ruckzuckgewehr von den Österreichern. Das ist ja auch nur Deko. Ja, es ist noch mehr von dem Kram. Das macht mir irgendwie Angst, dass das Spiel hier gerade so viel austeilt. Weil das Spiel wahrscheinlich auch schon von mir erwartet, dass ich da ein bisschen was mit mache. Ja, die Mission kenne ich. Hier wird gleich natürlich der Zug über die Schienen kommen. Und ich muss die hier... Ich kriege irgendwas Cooles, wenn ich hier schaffe, hier alle lautlos auszuschalten. Aber da hätte ich gerne eine Pistole für, wenn ich ehrlich bin. Wir mussten zuerst die Truppen im Ort ausschalten, bevor wir den Zug vernichten konnten. Genau, der Zug ist, je nachdem, was man mit dem Zug anstellt, relativ schwierig. Na, da war noch ein dritter. Und ein vierter. Machen wir es halt. Genau, diesen Wagen da. Wenn man den ganz lässt, dann ist es relativ einfach. Das heißt, ich muss jetzt mal auf diesen Wagen aufpassen, dass da keiner einsteigt. Okay, es ist relativ gut. Also das Hurt ist klasse. Zwei Schüsse. Ist zwar, naja, mäßig realistisch, weil 30-03 haut er natürlich sofort unter den Arsch. Kann man eigentlich auch so machen. Ah, sogar mit dem Juggernaut wird das Ding fertig. Okay, die sind da. Ah, da. Sag das doch. Noch so ein Flak-Truck, okay. Habe ich beide Flak-Trucks in Ordnung? Muss ich die zerstören oder so? Darf ich da nicht einsteigen? Ah, Mist. Was Nerviges aber auch. Okay, das wird wieder ein Mörser sein. Ich glaube, ich muss die Flak-Trucks zerstören, so leid mir das tut und so einfach das wäre, wenn man die einfach behalten dürfte. Okay, der ist da. Den sehe ich aber nicht. Oh, nur noch eine Kugel. Schade. Schade. Ja, ich habe keinen Bock, den Rücken zu schießen, während der Treppe hochläuft. Ich hole mir mal hoffentlich was Gutes zum Ersatz für das Hort. Ah, hier ist wieder. Ah, hier ist wieder viel Krams. Oh, die Han Solo-Waffe. Beziehungsweise, ja, es ist eigentlich. Was bist du? Ach, du bist das Benier Merci vom Anfang, aber ich mag die Han Solo-Waffe eigentlich ganz gut. Ist übrigens der Fachausdruck dafür. Die haben die im Ersten Weltkrieg auch schon so genannt. Weil die genau wussten, dass später Star Wars gedreht wird. Wo war denn der Knilch? Okay, ich würde sagen, die spreng ich mal besser ein bisschen sparsamer. Was haben wir hier? Wir haben. Oh. Das sieht nützlich aus. Eine Panzerbüchse. Ganz normale Granaten. Ein Granatgewehr, was ich jetzt auch nicht gut gebrauchen kann. Ach, das ist schon wieder ein Benier Merci. Beziehungsweise Hotchkiss 1909. Jetzt muss ich mich orientieren. Wo war denn... Wo sind denn noch die anderen Depots?
doch in einem Depot, was hier war, da bin ich mir relativ sicher, war unglaublich viel Dynamit. Wir mussten zuerst die Truppen im Ort ausschalten, bevor wir den Zug vernichten konnten. Entschuldigung, das habe ich genau in das Gespräch reingerülpst. So, ja. Wo ist denn Dynamit? Schon wieder eine Panzerbüchse, kann ich die auch aufheben? Und da habe ich gerade, genau, Sarah ist so sauer, die fängt ja schon an zu randalieren. Ja, endlich. Und zwar anstelle der geballten Ladung hätte ich die gern. Und hier war irgendwo noch ein Tankgewehr, da war ich mir, bin ich mir relativ sicher. Da ist eine Granatenkiste. Noch eine Panzerbüchse. Eine geballte Ladung. Ich hätte gerne das ausgewachsene Tankgewehr, wo... Ne, das ist ein Besen. Okay, der Besen wird mäßig hilfreich sein. Und ich sehe, das ist ja schon wieder ein Block. Und jetzt würde ich sagen, dann beende ich die Aufnahme. Dann sehen wir uns gleich wieder hoffentlich mit dem Tankgewehr. Okay, ich habe einen der Trucks gesprengt und bin damit mit nachspawnenden Gegner belohnt worden. Oder ich habe diesen Typen hier vorher nicht gesehen und der hat mich jetzt gehört. Ist natürlich mega unsinnig, dass ich jetzt diese Flak... Die Spielinstallation ist vollständig abgeschlossen. Kapitel fortsetzen. Was? Die Spielinstallation ist vollständig abgeschlossen. Ach so, genau, der hat mich vorher gesagt, dass er irgendwas mit dem Multiplayer nicht spielen kann oder so. Ah! Ne, das ist das leere Huort von mir. Genau, ich wollte eben, habe ich das Spiel angemacht und dann hat er mir gesagt, so, du kannst nicht Multiplayer spielen. Ich so, ja, will ich eh nicht. Und dann hat er mir das eben nochmal gesagt, dass er damit fertig ist. Also ich könnte jetzt Multiplayer spielen. So, und ich habe nur eine Ladung davon, ich hole mal eine neue. Denn es wäre natürlich auch relativ klug von mir, hier alles auf den Zug vorzubereiten. Okay, das ist dieses komische Gewehr. Das ist diese komische HE-Bombe. Hier ist nur noch das Benjamin. Wo war denn das Tankgewehr von eben? Die ewige Suche nach dem Tankgewehr. Ah, Stacheldraht. Nicht so gut. Wir mussten zuerst die fetter HDR-Effekt schalten, bevor wir den Zug vernichten konnten. Ja, weiß ich, aber der Zug wird sehr viel einfacher, wenn ich vorher ein Tankgewehr habe. Aha, ich hab's. Tankgewehr. Nice. Richtig fettes Teil. Soweit ich das weiß, ist es irgendwie im Kaliber 12,7, oder? War das 12,7? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist relativ... Oder 13,7? Kann das sein? Bis hin? Ich packe sie unten in die Videobeschreibung. Und da ist noch eins. 13 Schuss. Ist ein Einzellader mit richtig, richtig dicken Kugeln. Ist eigentlich nochmal das... Ist eigentlich nochmal der Mauser Mehrlader. In richtig fett, also in einfach in größer. So, letztes Ding. Nachdem Sarah den Ort gesichert hatte, konnten wir die Falle für den nahenden Zug vorbereiten. Ja, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich hier alles vermint in der ganzen Stadt, weil ich wusste, dass er angegriffen wird. Aber es wird alles wieder zurückgesetzt. Auf jeden Fall war das in der Version so, wie ich gespielt habe. Und warum sollte das Ding mit ausgefahrener Kanone durch die Gegend fahren? Ist doch viel zu viel Luftwiderstand. Yay, und es gibt ein Video von mir, das auch genau hier anfängt. Und ich glaube, ich muss hier schnell runter, weil das erste ist, was beschossen wird. Und hier geht es jetzt richtig ab und ich suche mir... Genau, da oben seht ihr jetzt, das sind die Leben des Zuges. Und jetzt sind hier auch ganz viele Araber am Start. Und ich kann jetzt erstmal ein bisschen rumsnipern. Oh, ich habe ihn sogar noch getroffen. Und es ist eigentlich, ich glaube, es ist besser, wenn man hier erstmal so ganz viele Osmanen, die kommen hier irgendwie hinter den Hügeln her, ausschaltet. Damit die nicht die ganze Zeit meine Leute töten und der Zug gleich ein bisschen länger beschäftigt ist.
So, da habt ihr jetzt auch mal den Vorteil gesehen von so einem schräg angebrachten Visier. Und ich glaube, ich gehe mal dahin. Ist... Ah, verdammt. Fast zu hoch der Sturz. Also eine gute Idee. So. Ich glaube, das ist aber das Dach, von dem ich gekommen bin. Das wird von dem. Ich hätte fast Marker war gesagt, aber Karawan oder so weiter heißt das. Oder so heißt das Ding. Okay, das ist der Zündstoff. So, dann würde ich mir sagen, dann nehme ich mir das dann hier. Das ist eigentlich relativ Premium. Als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich gedacht, man muss hier von Geschütz zu Geschütz rennen. Aber das Ganze ist relativ easy. Wenn man sich hier hinlegt, sich das Tankgewehr nimmt. So, jetzt glitscht man gleich da hoch. Nee, tut man nicht. Welches Dach war das denn nochmal? Ich kann das Ding nämlich... Doch, jetzt kann ich das Ding einfach von hier beschießen und das eigentlich ist relativ easy. Und wenn man genug Osmanenfeuer ausgeschaltet hat... Genau, der zerlegt immer die Häuser. Man muss einfach hier die ganze Zeit in Bewegung bleiben und die ganze Zeit dieses Ding von ganz vielen verschiedenen Positionen aus nerven. Nochmal getroffen. Ist auch richtig, jetzt sieht das auch richtig cool aus, wie das Ding hier alles zerstört. Okay, das ist wieder einer unserer Araber-Kollegen. Na komm, ich darf euch anziehen, oder? So, schießen, weglaufen. Und das Ding darf man immer auf so Sandsäck. Und teilweise kann man auch hier die Geschütze benutzen. Aber halt immer nur einmal. Wir ziehen aber relativ viel ab und das Nachladen von den Dingern dauert so lange teilweise. Was ist hier drin? Hin und her. Soweit ich weiß, haben die eigenen Kräfte halt Martini-Henry-Gewehre, die ich ja damals in meinem Video gezeigt habe, wo ich halt den Unterschied zwischen Mehrladen und Einzellader erklärt habe. So. Ja, das ist ja Lawrence höchstpersönlich. Okay, das. Mal gucken, dass man den Zug so ganz kurz sehen kann. Das war jetzt ein bisschen Verschwendung. Okay, da sind ein paar zu viele Osmanen. War mal von da. Das können wir dann auch gleich, wenn wir hier diese 6 Kugeln durch haben. Da. Hier ist ein Geschütz. Ist das geladen? Ja, ist sogar geladen. Da. Verdammt. Okay, das mit den Geschützen ist, Sarah Sufram. Nee, Jufram. Wahrscheinlich, oder Jufram. Weiß gerade gar nicht, mit welchem Buchstaben es geschrieben wird. Alles mit den Geschützen ist immer relativ kritisch. Ah, jetzt muss ich alles nochmal von vorn machen.